bin mal gespannt. Die Main-Mission im Prinzip, ihn jetzt zu erledigen, haben wir jetzt. Es fehlt ja eigentlich noch die Begnadigung, ne? Eigentlich ja. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Uh-oh. Na, dürfen wir wieder ausbrechen. Geht der gleich scheiß wieder von vorne los. Oh ne, ist hier dann verpfiffen oder wie? Everybody stand down! Here you go. Good job, Vincent. Huh? I'm sorry, Leo. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das warst du? Nee, der nicht. All there. Count it. Looks about right. Yeah, of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in!
Listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? You that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother, my flesh and blood, and he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Put the gun down. Get out of my way! Take it easy, Leo. Shut up! Stay away! You don't have to do this. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Go. I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. I understand you're angry, but you got to realize that it's over, okay? Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You have nothing to say! Der Plot Twist, Alter! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. Haha. Alter. Ist das böse oder ist das böse? Das ist sehr böse. Du müsstest eigentlich zu mir stehen. Nein, tue ich aber nicht. Guter Kopf, böse Kopf. Guter Kopf, böser Kopf. Verdeckt hast du also denn? Guter Kopf, böser Kopf, ne? Spiel ist verbuggt irgendwie.
Doch nicht. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, guter Kopf, böser Kopf. Du musst es aber jetzt so ernst nehmen. Komm, Stone. doch hinten. Nein. Komm, ich will das Ende sehen, wo die beiden zusammenhalten. Das gibt's als DLC. Warum ist Vincent nur so ein Arschloch? There! Down on the right! See him running! Set us down over there! Okay! Eigentlich ist Leo der Vernünftige. Er wurde in kriminelle Machenschaften verwickelt. Ja, aber Vincent ist wirklich so ein richtig barbarisches Mistkerl, Arschloch, Wichser, Hurensohn. Mhm. Ich werde seine Frau und sein Kind erschießen. Du wirst einen Teufel tun. Sonst ist er wirklich dich. Was, und die blöde Schlampe ist auch bei der Polizei, Wichser. Oh nee, wir beide spielen jetzt gegen Leo. Ach nö. Glaube ich. Ich will aber Leo nicht tot sehen, der ist cool. Tja, aber ich glaube... Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Go! Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Oh nee. Ach komm, das ist echt scheiße. I wonder where that pig is hiding. There you are, you little shit! Had enough? I got plenty more bullets! Leo, come on! We don't have to do this! Feige Sau.
Vor allem eigentlich müsste jetzt jeder so seine Perspektive haben, wenn sie das wirklich so ausfalten wollen. Ja. Was ist es denn? Stück Dreck, ey. Wow, toll gewechselt. Hey! Das ist echt ein scheiß Ende, weißt du was? Ja. Bin ich dafür verantwortlich? Ich meine Spieleentwickler. Das ist echt voll der harte Plot-Twist. Ich meine, wieso schließen die zusammen und hauen gegen die Polizei? Ach so. Oh, du bist aber sehr angeschlagen. Ja. Pass mal auf, am Ende gewinnt gar keiner. Glaube ich auch. Das wäre eigentlich ganz gut. Geht doch beide im Bau, ihr habt beide unschuldige Männer getötet. Eben. Nein, du wirst gewinnen. Ach komm, ihr habt beide wunderschöne Leben, Alter. Ich verstehe diese Logik jetzt nicht. Wir können uns das jetzt sowieso nicht mehr überlegen. Wir können das Spiel jetzt auch 3 Stunden noch so weitergehen lassen, aber es passiert ja nichts. Es geht jetzt bloß um die Waffe.